ein Hundertstel Millimeter. Oder Zentimeter. Millimeter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Azubi-Check. Ich befinde mich im Trierer Hafen bei GKN Driveline und treffe mich hier mit dem auszubildenden Werkzeugmechaniker Benedikt. Hallo. Benedikt. Lukas. So, da haben wir hier jetzt unsere zwei konventionellen Fräsmaschinen, ja, wo ich dir jetzt mal ein bisschen was zeigen werde, wo du dann später auch mal selber probieren kannst. Okay. Was genau definiert denn jetzt so deinen Job als Werkzeugmechaniker? Was sind so deine Felder? Wo arbeitest du? Also Werkzeugmechaniker machen jetzt hier in der Firma zum Beispiel Teile für die Pressen, die Formen. Die werden halt gefräst, gedreht. Dann zum Teil brauchen wir noch Schleifmaschinen, um halt wirklich auf ein Tausendstel Millimeter genau zu arbeiten. Ja. Die Aufgaben und Inhalte der Ausbildung. Einrichten von Werkzeugmaschinen. Herstellen von Werkstücken nach Zeichnung. Warten von Werkzeugmaschinen. Qualitätskontrolle. Montage. So, haben wir jetzt hier unser Rohmaterial, Aluminium. Ja. Das müssen wir jetzt erstmal ein bisschen, also die Flächen gerade machen und circa auf ein genaues Maß bringen. Was ist denn so die Voraussetzung jetzt, um deinen Job zu erlernen, um sowas hier zu produzieren? Also man braucht mindestens einen Realschulabschluss und sollte Mathe relativ gut können, ja, und technisches Verstehen haben. Ja, habe ich mir eben schon gedacht, als wir dann die Listen analysiert haben und genau, irgendwas da gerechnet haben. Und dann muss man noch einen Einstellungstest machen, okay, wo dann Mathe, technisches Verstehen, also so zum Beispiel, wenn eine Reihe von Zahnrädern da ist, ja, wenn ich das erste so rumdreht, wie rumdreht sich das letzte? Ja, ja, ja. Und dann musste man noch ein Draht nachbiegen, in einem anderen Maßstab. Fähigkeiten und Voraussetzungen. Technisches Verständnis. Räumliches Vorstellungsvermögen. Arbeiten im Team. Selbstständiges Arbeiten. Sinn für Ordnung, Sauberkeit und Qualität. Was wären denn jetzt Fortbildungsmöglichkeiten von Benedikt? Er könnte sich, wenn er im Unternehmen bleibt und gegen ein Studium entscheidet, für eine Führungslaufbahn entscheiden, zum Beispiel eine Meisterausbildung machen. Ja. Ne? Also die Berufsausbildung, die dreieinhalbjährige, ist quasi erst der Einstieg, ja, und nicht das Ende. Okay. Ja. Die Karrieremöglichkeiten. Spezialisierung im Fachbereich. Spezialisierung auf Programmierung. Weiterbildung zum Meister oder Techniker, zur Meisterin oder Technikerin. Studium im Maschinenbau. So, da habe ich hier jetzt noch eine Abschlussprüfung Teil 1. Dann bekommt man halt hier die Zeichnung. Hier ist die Gesamtzeichnung, wo man dann sieht, wie es zusammengebaut aussehen soll. Ja, und dann haben wir halt, das ist das fertige Teil. Ja. Wo man dann halt hier einen Hebel hat zum Pressen. Okay, ah ja, ich sehe schon da unten. Und da legt man das Teil rein. So. Presst das dann und dann kommen die Teile hier raus. Okay. Ich hoffe, dir hat es hier gefallen. Ja, auf jeden Fall. Du kannst einen kleinen Einblick in den Beruf bekommen. Man sieht sich bestimmt nochmal. Vielen Dank nochmal. Ja. Und bis schönen demnächst. Tag noch. Jo, danke. Ciao. Und wieder geht ein interessanter Tag zu Ende. Es war auf jeden Fall sehr cool, hier die ganzen Einblicke zu erhalten. Wenn ihr jetzt auch Interesse an einer Ausbildung zum Werkzeugmechaniker habt, dann informiert euch doch einfach mal auf der Internetseite der IHK, HWK und der Arbeitsagentur. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.